Experimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Hab keine Angst. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzen sich auf mich und... Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben?
Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Gut, ich rede mit Graham. Wo finde ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich. Fang nicht.
fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Ist schon eine ganze Weile. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen.
Lass mich rein! Ich hab gesagt, ich will niemanden sehen. Aber du musst... Lass mich in Ruhe! Du wirst nicht mehr so übermütig... Warum läufst du mir nach? Ich hab mich nur gefragt, was du von ihm willst, von Graham. Ich? Nichts. Seine Mutter macht sich Sorgen um ihn. Hat sich in seiner Hütte verkrochen, seit er von der Insel zurück ist. Redet mit keinem. Liebeskummer. Hat ihm wohl den Verstand geraubt. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich will reden. Bist du Taubmann? Ich hab hier... Wer bist du? Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich will mit dir über Annabelle reden. Annabelle? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot, hat Gift getrunken. Und ich konnte sie nicht retten.
Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, wir sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen können. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle, sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben? Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich hab sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht... Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Sieht nach Regen aus. Los, los! Beweg dich!
Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Wetten, dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, sehr gerne. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabel, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Ich denke schon. Graham musste nur ihre Gebeine begraben. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabel sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Catriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein sehender Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre... Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Los, lauf! Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weideler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben.
Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe verhehlt. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht.